geboten bekommt, ist vergleichbar. Also, ich sag mal, immer mehr Leute in Second Life hören nicht nur von OpenSim, sondern fangen auch an, sich mal da umzusehen und mal zu gucken, warum was es hier geht und was es so für Grids gibt. Und machen auch mal einen Account irgendwo, meistens in Inworlds oder so einem größeren Grid, das so Second Life ähnlich ist. Aber ich glaube, der Hauptgrund dafür ist einfach die Kohle. Einfach, dass es günstiger ist, hier zu sein als in Second Life. Ja, also klar, es gibt ein paar kleine Unterschiede zwischen den Grids in Avination, die haben, oder auch Inworlds, die haben Fortschritte gemacht, was die Scripts angeht. Soweit ich mich erinnere, ist das größte OpenSim, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu messen, also entweder nach den Userzahlen oder nach den Regionen. Größte OpenSim-Grid nach Userzahlen war, glaube ich, Inworlds, nach Regionen ist es natürlich Osgrid. Dann kommt, glaube ich, Keitli nach Regionen und Metro nach Userzahlen oder so ungefähr. Also Metro ist ja irgendwo in den oberen 5 vertreten. Nur, weißt du, wenn jemand aus Second Life kommt und nichts anderes kennt als Second Life, dann ist das erstmal ein Kulturschock, nach OpenSim zu kommen. Und vor allem, wenn man dann auf so einen Grid kommt wie Metro oder Osgrid, wo es keine Wirtschaft in dem Sinn gibt, keine Shops, keine Währung, nix, was man jetzt aus Second Life gewöhnt ist. Und deswegen denke ich, dass die meisten sich eher so auf so Grids stürzen, die ähnlicher sind wie Second Life, wie eben Avination oder Inworlds. Ja, wo man nicht nur konsumieren, sondern wo es halt auch was gibt, was man so gewöhnt ist von. Also wenn du hier in Metro kannst du zwar alles kriegen, aber du musst halt längere Zeit danach suchen, du musst die Leute kennen, du musst wissen, wer hier was macht und hat. Und läufst rum und sprichst mal mit Leuten und dann kriegst du hier einen Baum und da kriegst du ein paar Haare oder sowas. Während in Inworlds oder sowas ist das mehr geordnet. Da gibt es Shops, da kannst du einkaufen gehen und dann hast du deinen Kram. Genau. Ich sag mal, das ist eher so eine kulturelle Frage. Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, dass die Sachen hier einfach anders laufen und dass es das OpenSim eben nicht Second Life ist. Wo hast du die Umfrage gesehen, dass die sich einen Webshop wünschen? Weiß nicht mehr. Also ich meine, ich würde mir das auch wünschen. Und es gibt so wahnsinnig vieles nicht. Also ich habe, klar, OpenSim Creations, wo man sich Sachen runterladen kann. Aber es gibt jetzt keinen größeren Marktplatz für sowas, der irgendwie kommerziell wäre. Keitli versucht mit dem Keitli-Market sowas Ähnliches zu machen. Die erzählen jetzt schon seit einem halben Jahr, dass sie das Ganze auch für den Hypergrid öffnen möchten und haben es immer noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, wann die damit zurande kommen. Aber das wäre so das Erste, was mir so einfallen wird.
Meinst du, es klappt nicht? Wieso? Meinst du, dass die geklaut werden oder dass die, ja. Ja gut, das ist halt so eine Sache, an die muss man sich auch erstmal gewöhnen. Die Leute, die in Second Life was machen, die haben eigentlich, die leben so auf einer Insel der Seligen, wo sie denken, dass die Sachen, die man in Second Life hat, dass die keiner klauen kann und keiner irgendwas dran ändern kann und so. Und ich sag mal, unabhängig davon, dass es auch in Second Life nicht stimmt, ist das nicht die Realität, die Leute, sieht immer die Leute, die digitale Güter herstellen, jeden Tag im Internet vorfinden. Also sagen wir mal, wenn man sich vorstellt, man ist jetzt kein 3D oder auch sagen wir mal, selbst wenn man 3D-Modelle erstellt und die verkauft man jetzt nicht in einer virtuellen Welt wie Second Life, sondern die verkauft man jetzt in einem offenen Marktplatz wie Turbo Squid oder dem Death Store, genau. Da kriegt man die Sachen auch ohne Kopierschutz, ohne sonst irgendwas. Du bekommst das Modell so, wie es ist. Und da bist du auch nicht davor geschützt, dass derjenige, der das kauft, irgendwie an seine Freunde weitergibt oder er verändert und selbst irgendwo verkauft. Das ist halt nun mal die Realität, die Leute vorfinden. Und das ist was, woran sich auch Leute in Second Life gewöhnen müssen, dass es diesen perfekten Schutz, den sie glauben, in Second Life zu haben, nicht gibt. Und ich sag mal, die ersten, die sich da wirklich überwinden und das trotzdem versuchen, werden diejenigen sein, die auch am meisten Geld damit machen. Gut, in Second Life, wenn du einen vernünftigen Computer hast, ist der auch mit einem Knopfdruck entfernt. Das ist keine große Kunst. DRM, was Goblin meint, ist die, was wir so als Permissions kennen, also so Copy, Transfer, Modify. Das ist eine Form von digitalem Rechtemanagement. Wie Copybot in die Tonne. Nee, in OpenSim brauchst du keinen Copybot. Wobei, es kommt darauf an, wo du bist in OpenSim. Also wenn du in einem offenen Grid bist, wo du deine eigene Region hast, dann brauchst du natürlich keinen. In Second Life brauchst du schon einen, aber das ist ja keine unüberwindbare Hürde. Also ich weiß nicht, ich finde es einfacher, einen Copybot zu installieren, als in OpenSim eine Region aufzuziehen. Nee, kommt drauf an, wenn ein Grid nicht zulässt, dass du deine Region dran anbindest, dann kannst du es nicht. Also dann funktioniert die Kommunikation zwischen dem Asset-Server und deiner Region nicht. Das wird irgendwie blockiert. Vielleicht kann man das irgendwie umgehen, ich habe es noch nie probiert. Aber da muss es so einen gewissen Handshake geben zwischen der Region und dem Grid-Server, dass die Region da eingebunden wird.
Weil ich meine, so eine Grid-Adresse rauszufinden ist ja keine Kunst. Das, ich meine, jeder Grid muss einem ja die Login-URI geben, sonst kann man ja mit seinem Viewer überhaupt nicht einloggen. Nee, du brauchst kein Passwort, aber du kannst ja, glaube ich, im OpenSyn-Config spezifizieren, dass nur Regionen eingebunden werden können, die auf derselben URL liegen. Also dass Avination zum Beispiel nur Regionen akzeptiert, die mit avination.com irgendwo anfangen. Was auch noch passiert ist diese Woche, Cloud Party macht zu. Weiß nicht, hat einer von euch mal Cloud Party ausprobiert? Cloud Party ist eine virtuelle Welt, die über einen Browser funktioniert. Die ist gegründet worden von ein paar ex-Linden Lab-Leuten. Einer war dabei, der vorher bei Linden Lab gearbeitet hat. Das war ist noch eine Welt, die nur auf Mesh basiert, also nur mit ganz normalen Collada-Meshes funktioniert, ohne Prims und ohne allem. Und die noch in der Entwicklungsphase war. Am Anfang konnte man da nur mit einem Facebook-Account rein, dann haben sie es so gemacht, dass man auch sich so normal anmelden konnte. Der Vorteil von Cloud Party war, dass es direkt über den Internetbrowser funktioniert hat. Also du bist auf die Seite gegangen und dann hat es im Browser geladen und du konntest, sagen wir nach ein paar Minuten, dich einloggen und konntest in der Welt sein. Der Nachteil, den Cloud Party hatte, war, dass es eben über den Browser funktionieren muss. Und deswegen hatten die sehr starke Restriktionen hinsichtlich der Komplexität von den Meshes. Also die Avatare sahen alle so ein bisschen aus wie 2003. Und man konnte auch die Modelle, die man da hochladen konnte, die waren sehr eingeschränkt. Also ich habe mal eine kurze Besprechung darüber gemacht, soweit ich mich erinnere. Also du konntest da so einzelne Inseln kriegen. Das ist so vergleichbar mit einer Second Life-Region. Und auf deiner Insel, da konntest du dann Objekte resen. Und die Anzahl der Objekte war halt nicht dadurch beschränkt, dass du irgendwelche Prims hattest oder sowas, sondern du konntest insgesamt, ich glaube, für eine kostenlose Region 250.000 Vertices und für eine kostenpflichtigere Insel 1 Million Vertices haben. Und das ist nicht viel. Das ist, wenn man das auf OpenSim oder Second Life umrechnet, das sind 1000 Sculpties. Also ein Sculpty hat ungefähr 1000 Vertices, 1000 Stück davon, damit ist deine Region voll. Oder, keine Ahnung, bei Prims, wenn du einen Torus rest, der hat ungefähr 500 Vertices, also dann wären es 2000 Tori. Genau, also so ungefähr. Die haben das stark eingeschränkt, weil eben das Ganze in einem Browser funktionieren muss. Über das wäre eine SIM mit ungefähr 2000 bis 3000 Prims. Nee. In Second Life, das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Cloud Party nie so richtig toll geworden ist. Außerdem hatten die kein richtiges Geschäftsmodell. Also ich glaube, so richtig Kohle haben die nie gemacht. Und
Im Vergleich dazu war der Aufwand, den dieser Service benötigt hat, ziemlich hoch. Also so eine virtuelle Welt mit allen, was dazugehört, mit allen Avataren, der Physik und alles laufen zu lassen, ist relativ teuer und ich glaube, die haben nie richtig Kohle damit gemacht. Und jetzt ist eben bekannt geworden, dass das gesamte Team, das waren nur 5 Leute, glaube ich, von Yahoo übernommen wird und Yahoo macht im gleichen Atemzug auch den ganzen Dienst zu, weil sie gesagt haben, Cloud Party ist zu teuer. Cloud Party war eine Zeit lang interessant, weil Leute aus Second Life da ganz aufgeregt waren, weil endlich was irgendwie im Browser funktioniert. Ich habe das nie richtig verstanden, warum irgendwas im Browser funktionieren muss, weil da muss man immer irgendwelche Abstriche dann hinnehmen. Aber es hat eine Menge Leuten gut gefallen. Ja, ja zu beiden. Also ich fand es immer auch relativ lahm. Ich war mal ein paar Mal drin, um mich mal einfach umzuschauen und gucken, wie das so geht. Ich habe festgestellt, dass das Interface ziemlich kompliziert ist und dass irgendwie, also in der World selbst kann man nichts richtig bauen oder resen. Die haben zwar so Prims, wie man es, ja, nennen sie Prims. Das sind aber dann, ja, das sind einfach nur Würfel, die auch Würfel bleiben. Die kann man nicht beschneiden, die kann man nicht drehen, die kann man die kann man nur irgendwie platzieren und die werden immer Würfel bleiben. Und ich fand's kompliziert und gleichzeitig auch sehr frustrierend, da irgendwas zu machen. So ähnlich wie in Minecraft, ja. Was Loki gesagt hat, stimmt schon. Also anscheinend gibt's viele, viele Leute, die im Internet nur noch auf ihren Mobilgeräten unterwegs sind. Und für solche Menschen ist OpenSim bzw. Second Life ja völlig unzugänglich. Deswegen versucht natürlich jeder irgendwie da in diesen Markt reinzukommen. Genau, die sind halt mobil und ich weiß nicht, ob die jemals oder in naher Zukunft so gut werden, dass die sowas wie Second Life rendern können. Das ist halt die Frage, was hast du für eine Zielgruppe? Was für Leute willst du ansprechen mit deiner Welt? Ich meine, ist klar, OpenSim ist was für Techies, für Leute, die mit Computern was verstehen und die zumindest einen Desktop- oder einen Laptop-Computer haben, der das vernünftig laufen lassen kann. Aber das ist halt nicht die Mehrheit der Leute. Ich weiß, was Loki, ich kenne eine Menge Leute, die keine Ahnung haben, was sie für ein Betriebssystem haben. Ich bin da immer der Tech-Support von und das ist immer sehr frustrierend. Ja, ich habe auch Mac OS X 6.8. Aber ist klar, also wenn du Leute hast, die nur ein iPad und ein iPhone zu Hause haben, die sind halt für Second Life verloren. Und das sind eine Menge. Also das ist jetzt keine kleine Anzahl, das sind wahnsinnig viele Leute und es werden immer mehr.
Ich habe mal eine Studie gelesen, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wo sie war, die aber zu dem Schluss gekommen ist, dass gerade die nachwachsende Generation, also die Jugendlichen von heute, ich höre mich schon furchtbar alt an, nur noch Mobilgeräte zu Hause haben und keine mehr so einen, was man als richtigen Computer bezeichnet, also ein Laptop oder ein Desktop-Computer, sondern die sind ausschließlich auf Mobilgeräten unterwegs, also zu wirklich 90%. Sei denn, man hat so den einen oder anderen Gamer dabei, der wirklich, was weiß ich, Battlefield 4 sich spielen will und halt einen vernünftigen Computer braucht. Obwohl die dann halt auch wieder, keine Ahnung, eine Xbox haben. Also auch keinen Computer, den man für Second Life verwenden kann. Kannst du? Wie kannst du mit einer PS3 auf dem Grid sein? Das habe ich noch nie gehört. Okay. Du meinst jetzt nicht auf einem Open Sim Grid, sondern auf einer anderen. Okay, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da irgendwas haben. Ist ja auch nicht schwierig. Ich finde es halt nur, sagen wir mal, wenn du dir vorstellst, du müsstest mit einem Controller, sagen wir mal, was modeln. Keine Ahnung, da packt mich das kalte Grausen. Also, okay, mit Maus und Tastatur vielleicht. Die Konsolen sind ja auch keine schlechten Computer, die sind halt einfach nur, sagen wir mal, von ihren Möglichkeiten softwareseitig beschränkt. Wenn man das irgendwie vernünftig modden könnte, dann könnte man da auch interessante Sachen drauf laufen lassen. Ja, klar. Genau. Das ist ja auch der Grund, warum Spiele darauf so gut laufen, weil eben jeder, der eine PS3 hat, hat genau dieselbe Konfiguration und die Spieleentwickler wissen das und können ihr Spiel dann genau darauf ausrichten. Während, wenn man einen PC hat, dann haben die Leute, dann haben 1000 verschiedene PCs, 1000 verschiedene Konfigurationen. Und da muss trotzdem alles drauf laufen. Ich weiß nicht genau, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, dass Steam auch eine eigene Konsole rausbringen will, die irgendwie so ein bisschen mehr modular sein soll. Also da kann man sich dann irgendwie seine Konsole selbst zusammenstellen mit verschiedenen Grafikkarten und verschiedenen, keine Ahnung, RAM und CPUs. Auf was die laufen soll, weiß ich aber auch nicht. Ja. Wobei, so ein 10 Jahre alter PC ist immer noch besser als ein 2 Jahre altes iPhone. Also, da bekäme ich Second Life drauf zu laufen, auf dem iPhone schon nicht mehr.
Es gibt eine, für Second Life gibt's, habe ich gesehen, zwei mobile Clients, zumindest auf Android. Also ich habe ein Android-Gerät. Eins davon heißt, jetzt muss ich gucken, Lumia, glaube ich. Das ist kostenpflichtig, kostet so um die 5 Euro, glaube ich, zum Installieren. Und das funktioniert so okay. Also das ist halt so eine Art Chat-Client für Second Life. Man kann da so mit den Freunden oder auch mit dem Local-Chat eben chatten. Man kann sein Inventar abrufen. Man kann sogar so die Weltkarte abrufen und irgendwie irgendwo hin teleportieren. Und es gibt so eine Funktion, wo du auch die Umgebung rendern kannst. Die ist aber sehr langsam, habe ich gesehen, und furchtbar rechenintensiv, also wie man es halt sich vorstellen würde. Und funktioniert nie so richtig, dass es Spaß macht. Also ist eigentlich nur mal, um sich so kurz umzusehen, wo man gerade überhaupt ist. Ja, ich kann auch rumlaufen. Es ist nur, weißt du, es ruckelt wahnsinnig. Es sieht nicht so toll aus. Es dauert ewig, bis die Texturen geladen sind. Also nicht nur jetzt bei mir, sondern auch in der Umgebung. Und ja, du siehst zumindest, sag ich ja, du siehst, du kannst mal so kurz sehen, was du machst und wo du überhaupt bist und wer da so alles um dich rum ist. Aber ist halt ein Handy, genau. Ist also relativ eingeschränkt. Und dann gab es da noch ein anderes Teil, das habe ich im Play Store gesehen. Das muss ich gucken. Das habe ich nicht ausprobiert. Second Life. Mobile Grid Client. Ich habe es, wie gesagt, nicht ausprobiert. Kostet das mal? Was? Ist sogar kostenlos. Steht hier, ist ein OpenSIM Messaging Client Viewer mit Local Chat, IM, Group Chat, People Search, Minimap, Teleport, Inventory und more. Genau, das scheint so nur so ein. Na, die haben auch so eine Art 3D Preview Teil hier eingebaut. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ja, der ist kostenlos, genau. Wo wir gerade aber von virtuellen Welten und Handys und so sprechen, was ich letzte Woche mal angesprochen habe, was ich ganz interessant fand, ist High Fidelity. Das ist eine Firma und eine virtuelle Welt, die von Philip Rosedale gegründet wurde im April letzten Jahres. Ist also so grob 9 Monate alt jetzt. Und es ist nicht so ganz klar, was die genau machen. Die sagen, sie machen, also weshalb ich darauf aufmerksam geworden ist, weil die Entwickler oder Alpha-Tester suchen. Also Leute, die einfach sich mal anmelden und das Ding ausprobieren. Da muss man dann eine E-Mail hinschicken und sagen, hier, ich hätte Interesse dran. Und dann kriegt man da irgendwelche Sachen zugeschickt, wie man da reinkommt. Ich habe das nicht gemacht, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Die haben ein paar ich kann, die URL ist, Moment, highfidelity.io, glaube ich. Highfidelity.io, ich kopiere das mal hier in den Chat. Na komm, so. Die haben so einen YouTube-Channel, da kann man sich so ein paar Videos angucken, wo die so mal ihre Technologie demonstrieren. Und es ist nicht so offensichtlich, auch von den Videos, was da jetzt genau läuft. Die sagen, die machen eine virtuelle Welt, die besser funktionieren soll als Second Life, aber das sagt ja jeder. Und zwar
weil sie Voxel verwenden. Voxel-Technologie habe ich dann auch ein bisschen versucht zu erklären, für die, die es nicht kennen. Es gibt zwei große Theorien und technische Lösungen, wie man ein 3D-Objekt darstellen kann. Das, was wir in OpenSim und Second Life verwenden, sind die Vertices, also das sind 3D-Punkte, deren Position genau festgelegt ist, und die Fläche dazwischen ergibt im Prinzip die Haut eines Objekts. Das hat Vor- und Nachteile. Das hat den Vorteil, dass man eigentlich nur relativ wenige Punkte braucht und die dann so ein Gitter ergeben, mit dem dieses Objekt beschrieben wird. Also sagen wir mal, nur 4 Punkte ergeben so eine Fläche oder 8 Punkte ergeben einen Würfel. Man braucht also relativ wenig Daten, um ein relativ komplexes Gebilde zu darzustellen. Der Nachteil dabei ist, dass, wenn man die Physik von so einem Objekt berechnen will, dass das sehr kompliziert werden kann, weil das Objekt eben relativ komplex sein kann und viele, viele Seiten und viele Schrägen und so weiter haben kann, und das andere Objekt, das dieses Objekt trifft, ebenso komplex sein kann, und dann muss man dann ständig kalkulieren, wo welcher Punkt auf welcher Ebene auftrifft. Das ist also relativ komplex. Die andere Herangehensweise sind Voxel. Bei Voxeln wird definiert, dass ein Punkt im 3D-Raum eine bestimmte Größe und eine bestimmte Form hat. Also bei Minecraft, das ist so das bekannteste Beispiel vielleicht dafür, obwohl Minecraft auch polygonbasiert ist. Bei Minecraft wird alles aus Würfeln dargestellt. Alles in der Welt ist aus diesen gleichförmigen, gleich großen Würfeln erstellt. Den Blocks, genau. Und um dann die Welt darzustellen, muss man also nur sagen, da und da und da und da und da ist ein Würfel. Und die Würfel da drüben haben die Textur, und die haben die, und die haben die, und die haben die. Der Vorteil dabei ist, man muss also nur sagen, wo ein Würfel ist. Der Nachteil ist, alles ist aus Würfeln gemacht. Deswegen ist es bei der Voxel-Technologie, braucht man viele, 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 also Millionen und Milliarden von Punkten und von Würfeln, um ein komplexes Gebilde zu erstellen, sodass, wenn man dann weit genug rauszoomt, man nicht mehr die einzelnen Würfel erkennen kann, sondern das Ganze zu einem Gesamtgebilde verschwimmt. Der Vorteil bei den Voxeln ist, dass die Objekte sehr komplex sein können und auch ein Innenleben haben. Das heißt, wenn ich... Genau, das ist von der Größe abhängig. Also wenn ich dann so einen Voxel, sagen wir mal, teile oder auseinanderschneide, dann hat der eine Innenleben, während ein Polygon innen hohl ist. Das ist bei Minecraft unheimlich wichtig, weil man will ja irgendwie auch bei Minecraft irgendwo, genau, deswegen heißen die auch Voxel. Das ist also aus Videopixel zusammengesetzt, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also wenn ich bei Minecraft will ich ja irgendwie auch in den Berg reinbuddeln oder in den Boden, und da muss ja dann auch was drin sein. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwie durch den Boden rein durchbuddle und wie bei OpenSim ist dann unten drunter alles leer. Sondern da sind dann weitere Voxel. Das ist so die Idee, worauf High Fidelity basiert. Die wollen also anstatt von Polygonen Voxel verwenden. Damit das Ganze eine nahtloses Gebilde ergibt. Und die Idee dabei ist, dass die Computer in naher Zukunft so leistungsfähig werden, dass sie eben auch so eine hochkomplexe Welt flüssig darstellen können. Genau. Ja, das können Polygone auch. Deswegen, ich habe auch von diesen Voxel, von der Voxel-Technologie auf der Seite wenig gefunden. Worauf die sich hauptsächlich zu konzentrieren scheinen, ist, dass man den Avatar über Bewegungssensoren steuert. Also entweder, wobei ich auch nicht mal weiß, welche Bewegungssensoren die verwenden. Also es kann sein, dass das einfach nur eine Webcam ist oder sowas wie Microsoft Kinect, oder dass die tatsächlich irgendwie
dass man da so Handschuhe anzieht oder sowas, mit denen man eben den Avatar steuert. Die haben so ein paar Videos, wo sie gezeigt haben, dass jemand mit seiner eigenen Körperbewegung die Körperbewegung des Avatars steuert und dann auch möglich macht, dass man Objekte in der Welt greift und bewegt. Genau, gibt's für OpenSim auch. Und es sah auch nicht so aus, als wären die da wahnsinnig weit gekommen damit in den letzten 9 Monaten. Also das sieht alles noch sehr, 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 will nicht sagen rudimentär, aber so ganz, ganz primitiv aus. Und genau, also so hinterhalten, genau, ist richtig. Oder so, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie, dass man mit den Handbewegungen in der Welt irgendwas modellieren kann oder sowas, kann ich mir vorstellen. Das wäre ja ganz cool. Je mehr ich darüber nachdenke, umso umständlicher kommt mir das vor. Also ich will meinen Avatar eigentlich nicht mit meinem ganzen Körper steuern, weil das, weiß nicht, das ist irgendwie total umständlich. Ich weiß nicht mal, ob es für Sex besonders gut ist. Keine Ahnung. Also, bei Sex weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ganz gut sein kann oder auch nicht. Aber in allem anderen, also stell dir vor, du müsstest dich jetzt aufstellen, also aufstehen und vor deinem Computer Laufbewegung machen, nur damit dein Avatar jetzt von deinem Punkt irgendwo anders hingeht. Oder dass du jetzt, sagen wir mal, deine Tastatur und deine Maus loslassen müsstest und irgendwelche Greifbewegungen machen musst, damit dein Avatar irgendwas greift. Also das ist, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig umständlich. Die Idee dahinter kann ich verstehen, aber die Umsetzung finde ich bekloppt. Hast einen Rechner mit einer Gurke gesteuert. Okay. Warum? Wieso? Wie? Okay. Okay, hat sie aber dann funktioniert. Kapier ich nicht. Es kam für die PS2 welche Spiele raus? Ach so, okay. Ah, ja, okay. Gibt's ja für, ich meine, gibt ja den Nintendo Wii, der ja ausschließlich für sowas ausgelegt ist. Genau. Ja, was Gubli sagt, das ist auch so eine Sache. Dieses Programmieren zum Mitmachen auf der Worklist ist so eine Idee, die der Rosedale hatte, bevor er dieses High Fidelity angefangen hat. Hat er nämlich eine andere Firma gehabt, die hieß Love Machine, und deren einzige Idee war, dass man den Leuten,
Also das, die war so an Programmierer gerichtet, wo da konnte also jemand, wenn er irgendwie ein Projekt, ein Softwareprojekt hat, hingehen und sagen, ich brauche jemanden, der mir diesen und jenen Code programmiert. Ich habe dieses Problem und eine Lösung. Und dann konnten Programmierer da hingehen, konnten drauf bieten und sagen, ich mache das für $150. Und dann kommt jemand anders und sagt, ich mache es für 120. Und der am wenigsten bietet, kriegt dann den Job. Das ist also so eine Art Sklavenhandel-Ausbeutungsmaschine. Auf freiwillige Basis irgendwie. Das ist, ja. Okay. Genau. Nur halt umgekehrt, ja. Also, da kriegt halt der am wenigsten Geld kriegt. Und das ist natürlich klar, also wenn dann einer hergeht und sagt, ich mache das Ganze für $15, dann ist der Code entsprechend auch scheiße. Also, ich meine, es kann ja keiner in 10 Minuten was Vernünftiges hin programmieren. Je nachdem, wie komplex es ist. Der nach den tagelangen gewaltsamen Ausschreitungen die Reißleine ziehen und seine Gegner mit ins Boot holen wollte. Oppositionsführer Klitschko sollte stellvertretend. Aber gut, das ist so deren Idee. Also, ich muss es nicht gut finden. Spionage betreibt. In einem Interview mit der ARD sagte Snowden, das stehe für ihn fest. Auch deutsche Unternehmen werden von der NSA ausgespäht, sagt Snowden, wenn es zum Beispiel bei Siemens Informationen gäbe, die dem nationalen Interesse der USA nutzen, dann besorge sich die NSA diese Informationen natürlich. Was ist der, wie ist das wie Daisy? Kapiert nicht. Ja klar, ich meine zu Hause arbeiten im Schlafanzug und Geld, aber das machen die meisten Programmierer ja sowieso. Also wenn sie zumindest auf selbstständiger Basis tätig sind. Ich arbeite auch manchmal im Schlafanzug. Ja, ich weiß, was Days ist. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt damit was zu tun hat. Ja, klar. Ich habe ja auch nichts dagegen, dass Leute einfach mal was programmieren, woran sie Spaß haben und damit Geld verdienen. Ich finde nur diese Ausbeutungsmaschinerie nicht so toll. Also ich meine, Minecraft ist ja auch von Mark Persson programmiert worden, der hat das gemacht, weil er Spaß dran hat und weil er es einfach mal machen wollte. Und es ist gut gelaufen. Und er hat eine Menge Geld damit gemacht und er verdient auch jeden einzelnen Euro, den er da bekommen hat, redlich. Okay, was mir noch einfällt, ist, da habe ich auch letzte Woche schon drüber gesprochen, es gibt einen Second Life Podcast, der heißt The Drax Files Radio Hour, wird gehalten von zwei Second Life Usern, Drax und Joe Yardley. Die haben nur bis jetzt so 3 oder 4 Episoden gehabt, aber die haben immer ganz interessante Gäste dort. Und bei einer dieser Episoden hatten die Ash Quinn als Gast. Da ging es dann darum, die haben wohl da in der ganzen Sache auch über die Spionage durch die NSA gesprochen und Ash hat das furchtbar verurteilt. Und das war dann so ein bisschen nicht gut rübergekommen, weil Ash Quinn ist einer derjenigen, die auch damals am Emerald Viewer mitgearbeitet haben und auch gleichzeitig einer von denen ist, die im
in Second Life so ein Client Detection System entwickeln und verkaufen. Wer das nicht kennt, die Client Detection Systems sind Sachen, die Leute auf ihrer SIM resen und die dann, das sind so geskriptete Objekte, die gucken, was die Leute, was die Avatare drumherum so für einen Viewer benutzen und versuchen da so ein paar Exploits im Viewer zu verwenden, um an deren IP-Adresse ranzukommen und zu schauen, ob das einer von den Bösen oder einer von den Guten ist. Ist aber unterm Strich ein Spionagetool. Und von daher ist das vielleicht nicht der Richtige gewesen, da was gegen Spionage zu sagen. Geht aber gar nicht mal so sehr um ihn, sondern im Rahmen dieser ganzen Diskussion um Ash Quinn ist dann, habe ich was gefunden oder ist da was gefunden worden, nicht nur von mir, dass ein früherer Mitarbeiter von Linden Lab auf Pastebin anonym gepostet hat, dass es 2011, als der ein Software Engineer bei Linden Lab war, ein Meeting gab in der Firma, wo es darum ging, dass man OTR, Chat Encryption, im Viewer verbieten soll. Also damals gab es den Emerald Viewer oder auch den frühen Phoenix Viewer. Die hatten eine Verschlüsselungssoftware eingebaut, die von vielen, vielen Chatprogrammen unterstützt wird. Das nennt sich OTR. Ist eine gute Verschlüsselungstechnologie für Chats. Und die haben das eingebaut gehabt, sodass der Chat, der in-world gesprochen wird, oder getippt wird, eben sicher ist. Also ansonsten wird ja der Chat auch in OpenSIM im Klartext übermittelt und ist für jeden, der da als das Ganze abfängt, sichtbar und lesbar. Also die Verschlüsselung will das umgehen. Und es gab, wie gesagt, zumindest den Emerald und den Phoenix Viewer, die das schon eingebaut hatten und bei diesem Meeting ging es darum, dass die das serverseitig verbieten möchten, dass also diese Chat-Encryption nicht funktionieren soll. Und sogar der damalige Geschäftsführer Rod Humble ist dann persönlich erschienen und hat versucht, das Ganze durchzubringen. Und es war nicht so ganz klar, warum Linden Lab überhaupt ein Interesse daran hat, diese Verschlüsselung zu verbieten. Bis dann irgendjemand mal gesagt hat, das käme wohl von oben, das FBI hätte da Interesse dran angemeldet, dass dieser Chat unverschlüsselt durchgeführt wird. Seitdem zumindest ist also klar, dass auch Second Life abgehört wird von Geheimdiensten. Das war auch schon ein Stückchen vorher klar, denn es gab auch den Corey Andreka, der vorher bei der NSA gearbeitet hat und dann technischer Officer bei Linden Lab wurde und der auch starke Beziehungen noch zur NSA hatte und Second Life sogar an die NSA als potenzielles Ziel für Abhörmaßnahmen versucht hat zu anzubieten. Also ist klar, wir sind nicht, auch in Second Life, nicht sicher davor, ausspioniert zu werden. Und zwar nicht nur von Behörden und behördlichen Institutionen, sondern halt auch von verschiedenen anderen Usern, die das irgendwelche Software-Exploits für sich ausnutzen möchten. Ich weiß nicht, inwieweit das für OpenSIM relevant ist. Wahrscheinlich ist OpenSIM noch so uninteressant, weil es halt nicht genug Leute da gibt, aber ich denke, das wird dann früher oder später auch auf uns zukommen. Die einzige Lösung, die ich mir eigentlich vorstellen kann, ist, dass man
dass man versucht, dass man zumindest ein Viewer-Team hat, die die Chat-Encryption wieder einbauen. Weil es gibt keinen Viewer mehr, den der OTR unterstützt. Wie gesagt, das ging mal eine Zeit lang, inzwischen hat es keiner mehr. Und ich denke mal, der Hintergrund, warum das so ist, ist jetzt da auch klar geworden. Okay. Ja, es ist, also ich find's traurig, weil OTA jetzt kein Hexenwerk ist. Also das ist keine komplizierte Technologie, die man da irgendwie, die viel Arbeit braucht, um einzubauen. Und wenn es mal eingebaut ist, dann funktioniert's einfach. Das ist nichts, was wo man irgendwie extra Technologie braucht oder extra Server, sondern das ist eine, die verschlüsselt den Chat im Chat und sendet im Prinzip den Schlüssel an deinen Chatpartner, dass der es dann entschlüsseln kann. Es ist ziemlich simpel. Ja, ich habe, da kann man vielleicht auch kurz was dazu sagen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Es gibt einen schönen Talk von der letzten, vom letzten Chaos Communication Congress in Berlin, in Hamburg, letzten Dezember. Von Jacob Applebaum, der da sag mal, die letzten Neuigkeiten vorgestellt hat, was so die NSA noch alles an Spionage-Equipment hat. Die haben ein paar Programme, mit denen sie tatsächlich Rechner abhören, die nicht am Internet angeschlossen sind. Und zwar funktioniert das, indem sie also zunächst mal ist es so, dass die tatsächlich Pakete abfangen von Amazon, wenn also jemand sich oder nicht nur von Amazon, sondern wenn jemand sich einen Rechner bestellt irgendwo online, dann fangen die tatsächlich auf dem Postweg die Pakete ab, machen die auf, bauen da Chips in den Rechner ein, die zum Abhören geeignet sind und schicken es dann weiter an dich. Weil in dem Moment, wo du was online bestellst, wissen die ja zumindest auch schon, wer diesen Rechner benutzt. Und dann fangen sie es ab, bauen den Chip ein und haben also dann eine unheimlich gute Möglichkeit, dich abzuhören. Und die tun das auf Distanz über Hochfrequenz-Audiowellen. Exakt wie es funktioniert, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber das funktioniert über Schallfrequenzen. Und zwar geht es so weit, dass die nicht nur dich abhören, sondern auch deinen Rechner über Schallfrequenzen hacken können. Also die können da entfernt Software einspielen, die, keine Ahnung, alle 10 Minuten ein Bild mit deiner Digitalkamera oder einer eingebauten Webcam macht, um zu gucken, was du gerade machst. Oder ein Screenshot oder, keine Ahnung, dein Mikrofon anmacht, um mitzuhören, was so im Raum gesagt wird. Also, ist klar, PCs, Handys, Tablets sind Spionagegeräte heutzutage. Ich werde mal in die Links den Talk noch mit aufnehmen. Der war sehr, sehr interessant, ist leider auf Englisch, weil Jake ist ein Amerikaner. Aber, naja, ja, kriegst halt die Spionage kostenlos dazu, ne? Okay. Wird alles gut. Ja, weiß ich nicht. Also, ich sag mal, es ist schon mal gut, dass wir wissen, was so abgeht. Oder zumindest ein Teil davon, was so abgeht. Und es ist gut, dass wir, also wir sind ja heute in einer viel besseren Situation, als wir, sagen wir mal, noch vor 10 Jahren waren. Wir haben heute freie Software, wir haben freie Betriebssysteme, die es zumindest den Individuum ermöglichen, seinen Computer so zu benutzen, wie er es gern möchte. Wenn du dir vorstellst, vor 10 Jahren, wo es, oder
20 Jahren, wo es noch kein Linux gab, wo jeden, wenn du dir vorstellst, du müsstest heute Windows oder sagen wir mal Apple benutzen, was beides geschlossene Betriebssysteme sind, wo du nichts dran ändern kannst, wo du nicht mal reingucken kannst, um zu sehen, was die machen, dann wären wir in einer viel, viel schlechteren Situation noch. Also, so ganz verloren ist es nicht. Es ist halt nur jetzt, kommt halt irgendwie alles auf einmal und jede Woche kommt was Neues raus. Das ist so ein bisschen überwältigend manchmal. Hat noch jemand was auf dem Herzen, was er gerne besprechen möchte? Warum machen die das? Ich sag mal, die Idee momentan dahinter ist, dass du, also zunächst mal einfach, weil sie es können. Ja klar, du hast die Möglichkeit, das gesamte Internet zu überwachen und alle Informationen, die gesendet wird, zu speichern. Und genau, so wie mit der Gurke. Und dann machst du das einfach, weil du weißt ja nie, ob du es mal brauchen kannst. Also überwachst du erstmal alles und speicherst es ab. Und irgendwann mal in der Zukunft, wenn rauskommt, dass der Vanish was Böses gemacht hat, dann gucken wir mal, was er so in den letzten 20 Jahren im Internet so getrieben hat. Und ist klar, so Direktüberwachung über, keine Ahnung, oder Computerhacken und sowas, das ist natürlich nicht bei jedem, wird nicht bei jedem gemacht, sondern nur bei Zielpersonen, die tatsächlich jetzt höher oder interessanter sind. Aber sagen wir mal, ich denke, es ist nicht keine schlechte Idee von der Spionageperspektive aus jetzt, in jeden PC so mal die Möglichkeit zum Überwachen einzubauen, für den Fall, dass man sie irgendwann mal braucht. Weil man weiß ja nie. Ja, ich sag mal, für die Spione ist es eine super Idee. Vor allem, weil es ja auch nicht so wahnsinnig teuer ist. Ja, die sagen natürlich alle, die nehmen das nur für legale und rechtmäßige Aktionen, aber du hast keine Ahnung, was die unter legal und rechtmäßig verstehen und du hast da auch keine Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen, weil das ist ja alles geheim. Du weißt ja nicht mal, ob du überwacht wirst. Genau. Ja, kann nur besser werden. Okay. Vielen Dank fürs Kommen. Nächsten Samstag sind wir wieder auf Englisch. Ich habe das Ganze auch im Eventkalender eingetragen, dass es ein bisschen deutlicher wird. Ich habe auch heute eine neue URL registriert, dass also der Podcast auch seine eigene Adresse hat. Inzwischen sind wir auf themissingimage.net. Da gibt's die bisherigen Folgen zum Nachhören und auch die ganzen Links zum Abklicken und mehr weiterlesen. Vielen Dank.